Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum nächsten Spider-Man Miles Morales Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Wir sind bei Folge Nummer 9. Das bedeutet, übermorgen bei der nächsten Folge gibt es dann das große 1-Stunden-Special, worauf ihr euch bestimmt sicherlich mega freut. Die Kommentare sind einfach nur zu krank, es schreiben Leute rein. Das ist das alte Feeling wieder auf dem Kanal. Ich wusste, ich habe irgendwas vermisst die ganzen Jahre. Wieder jeden Tag, jeden zweiten Tag ein Video von dir zu sehen, geiles Let's Play zu sehen. Und sowas motiviert mich und freut mich natürlich umso mehr. Und ja, es kommen ja auch in nächster Zeit coole Games raus für die PlayStation 5. Und ich habe euch gesagt, ich will Spiele zocken, auf die ich auch Bock habe. Und nicht nur Spiele, die einfach im Hype sind, aber auf die ich keinen Bock habe. Und deshalb, Leute, machen wir auf jeden Fall heute weiter. Das Ding ist, wir müssen heute... Hey, Neffe, triff mich bei den Docs in Hell's Kitchen. Ich komme. Okay. Was mache ich denn jetzt mit Finn? Nochmal mit ihr reden? Wir könnten uns treffen. Im Science Center oder in der Trinity Church. Nein, sie weiß, dass ich sie belogen habe. Das wird nichts. Genau, wir haben das letzte Mal da aufgehört, wo wir unseren Onkel um Rat gebeten haben. Und ja, wir fliegen jetzt auf jeden Fall zum nächsten... Och, du Scheiße. Boah, das macht dir so Laune, das macht so Bock hier, dieses Schwingen alles. Und genau, ich wollte... Oh mein Gott, was ein Fail, Digga. Habt ihr gesehen? Da waren einfach so Abdrücke, obwohl da gar keine Abdrücke sein dürften. Ey, stellt euch mal vor, das ist euer Penthouse. Ihr wohnt hier oben, das ist eure Terrasse. Die ganze Etage hier gehört euch. Stellt mal vor, ihr habt so eine Terrasse und habt so einen verdammten Ausblick, Digga. Wie krank muss das sein, Alter? Okay, geht, glaube ich, noch besser mit Central Park und so. Aber das sieht auch schon sehr krank aus. Und genau, beim 1-Stunden-Special übermorgen, da wollten wir ja vermehrt die ganzen Nebenmissionen machen und so, damit wir auch hier zum Beispiel uns beim Anzug oder auch bei den Visiermodifikationen ein paar Sachen holen können. Wir können sehen, wir haben überall nur 1 von 8. Wir brauchen diese Marken unbedingt. Was wir heute machen können, Leute, ist aber auf jeden Fall unsere Sachen hier ein bisschen upgraden. Venom-Fähigkeiten, erhöht die Reichweite des Venom-Schlags. Das ist auf jeden Fall sehr nice, weil den benutzen wir sehr, sehr oft. Würde ich sagen, machen wir. Dann gibt es ja noch, erhöht den Wirkungsbereich vom Venom-Schmetter. Der ist auch Bombe. Also genau alle Venom-Fähigkeiten feiere ich unnormal. Wir haben aber noch andere Sachen hier, die gegen andere geworfen werden. Halte Dreieck mit einem bioelektrischen Dings da. Wir haben jetzt noch 2 Fertigkeitspunkte. Wir haben hier bei Tarnen. Tarnenergie wird 20% schneller aufgefüllt. Ja, aber so oft tue ich mich ja gar nicht tarnen. Aber kann hilfreich sein. Deshalb lass uns das einfach mal nehmen. 1 Punkt haben wir noch. Getarnte Angriffe kosten weniger Tarnenergie. Was haben wir hier noch? Drücke X beim Aufladen einem Gegner während Venom Sprint. Boah. Was stellt er denn da an? Ja, lass uns das einfach nehmen. Komm, wir machen mal ein bisschen diese Venom-Fähigkeiten nach oben. So, dann fliegen wir jetzt mal direkt zu unserer nächsten Mission wieder. Das Spiel macht einfach so Bock, Leute. Wenn ihr noch nicht geliked habt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Letztes Mal habt ihr nur die 7000 Likes voll gemacht. Heute wieder die 10.000, oder was? Woohoo! Peter Pettigrew. Ich sag immer Peter Parker, dabei ist er es gar nicht. Junge, ist das krank, Digga. Das macht so Laune, einfach dieses Schwingen. Und ihr habt auch gesagt, das werde ich auch nicht rausschneiden. Ich werde jetzt einfach mit euch hier immer ein bisschen quatschen und so. Es wird natürlich später noch einen Stream geben auf viel Gaming TV. Und es kommt heute noch auf dem Kanal ein Zusatzvideo. Und zwar ein kleines Placement-Video. Könnt ihr auch mal gerne abchecken später. Das kommt auch noch online. Aber Spider-Man natürlich habe ich nicht unterbrochen oder so. Oder was weiß ich was. Sondern jeden zweiten Tag. Ich versuche alles so gut es geht durchzuziehen, Leute. Ich weiß, ich bin zurzeit auch sehr, sehr viel am Machen. Deshalb wundert euch bitte nicht, wenn ich mal ab und zu einen Stream ausfallen lasse. Weil ich bin zurzeit jeden Tag auf viel Gaming ein Video am Machen. Auf viel FIFA ziehe ich durch. Ich ziehe auf Twitch durch. Gleich bin ich bei den Docs. Hoffentlich ist Onkel Aaron da. Boah, erinnert ihr... Oh mein Gott. Erinnert ihr euch noch bei dem anderen Spider-Man-Spiel? Hier war so eine kranke Mission, wo wir hier... Überall waren diese Blitze und sowas gewesen. Heute habe ich die große Ehre, irgendwas sagt mir das noch, Alter. Krank, Digga. So, okay, wir sind angekommen. Let's go, mal gucken, was uns hier erwarten wird. Ich melde mich später. Okay, Miles, raus damit. Erzähl mir die ganze Geschichte. Finn, Roxxon, der Underground. Das ist ziemlich viel auf einmal. Du bist 17, gestresst und du bist ein Superheld. Du musst dich auch mal entspannen. Mischst du denn noch Beats? Nicht besonders oft seit dem hier. Work-Life-Balance, Kleiner. Das Allerwichtigste. Hier. Ein kleines Projekt von früher, von deinem Dad und mir. Unser Mixtape. Die Texte waren auch schon fertig. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es nie fertig geworden ist. Wir haben Straßenlärm gesampelt.
Die Stadt sollte den Beat vorgeben. Aber dein Dad hatte die Master. Und dann, nach unserem Riesenkrach... Aber du kannst es fertigstellen. Und es macht deinen Kopf frei. Ja. Ja. Okay. Was muss ich tun? Lad das mal. Ich erklär's dir. Bruder, jetzt machen wir den fetten Beat, oder was? Stell mal vor. Ich hab Hologramme als Hilfe erstellt. Scanne die Quelle. Hologramme, hä? Klaust du meine Moves? Boah, dicker Beat, Digga. Stell mal vor, jetzt. Sugar Schnellsten dazu. Okay, verwenden. Okay, nicht an Finn denken. An Sounds denken. Den Kopf frei kriegen. Der macht jetzt einfach Beats, Bruder. Scanne die Hologramme. Das schaltet Dateien auf dem Stick von mir frei. Damit kannst du rausfinden, nach welchem Sound du suchst. Was zur Hölle? Halt, jetzt weiter um Sampling. Drücke Dreieck während... Original-Sample, neues Sample. Jetzt such den Original-Sound und hol dir eine saubere Aufnahme. Ja, das müsste das Schiff sein, oder? Warte. Yeah, I'm in the Bronx, in the blocks, chains, in the two chain, in the pain. Und du bist ein Schwein. Junge. Hier ab, Alter. Diese Quelle ist zu weit entfernt. Der Sampler rechts auf dem Bildschirm. Näher ran, um alles richtig abzustimmen. Okay. Guter Sound, aber zu gedämpft. Du brauchst freie Sicht. Oder wir machen einfach einen eigenen Beat, ne? Kommt ihr drauf klar? Wir machen einfach einen Beat. Du bist zu nah an der Audioquelle. Geh ein Stück zurück, der Pegel stimmt nicht. Oder? Du brauchst unbedingt freie Sicht. Damit es keine Verzerrungen gibt. Also so hat Dr. Dre seine Beats gemacht, Kappa. Da. Hier. Yeah. Das ist der Beat. Bruder, was geht hier ab? Wir machen hier einfach... So. Quelle. Guter Sound, aber zu gedämpft. Versuche einen anderen Winkel. Bruder, das ist... Warte mal, hier ist etwas näher ranzugehen. Hier könnte es sein. Hier. Oder ich finde. Was ist das? Deon, Deon? Wie finde ich die Scheiße? Warte. Oder das soll mal jemand verstehen, was wir hier machen müssen, ne? Ehrlich. Jetzt einfach hier nach oben. Zu weit weg. Zu weit weg. So, komm, wir versuchen noch 2-3 Minuten. Ansonsten skippe ich das hier. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Wie soll man das denn? Aufnahme bereit? Yeah! Gut abgestimmt, so ist das perfekt. Yeah! Das ist mein Beat! Haben wir einen Beat! Hier! Yeah. Wir haben aufgenommen. Aber nicht das Richtige. Such weiter. Wollen die mich verarschen, Alter? Okay, Leute, wir gucken mal eben. Wir sehen uns gleich wieder, Digga. Das ist ja echt... Bruder, ich schulde gleich Nelson, Alter. Der macht mir einfach einen Beat. Fertig. Aha, das könnte es sein. Audio aufnehmen. Aber nicht ganz das, was wir suchen. Will der mich verarschen, Alter? Ich will Spider-Man spielen, keinen Beat machen, Mann. Ich hab's gefunden, glaube ich. Ich hab's gefunden, Leute. Das müsste es sein. Das müsste es sein. Ja, Übereinstimmung. Yeah, yeah. Let's go. Ja, das ist es. Okay, was haben wir denn jetzt hier, Alter? 5 Aktivitätsmarken. Die anderen Sounds für dich sind in der Stadt verteilt. Da sind auch Nachrichten für dich, damit du ein Gefühl für die Orte kriegst. Oh, oh, klasse. Jetzt haben wir, jetzt können wir überall Beats machen, Leute. Jetzt können wir ja beim Einstunden-Special den Beat fertig machen. Nicht jetzt, ich glaube, der... Was Gutes gefunden? Irgendwas stimmt ja mit dem nicht. Wirklich interessante Dynamik. Siehst du? Der Opa kennt sich noch aus. Und das macht doch tatsächlich meinen Kopf frei. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss versuchen, Finn das Ganze auszureden. Persönlich? Wo? Trinity Church. Morgen Abend. Wieso fragst du? Ich frage, weil du eine wandelnde Zielscheibe bist. Du musst mich nicht beschützen. Ist wohl nötig.
Thumbnail. Weißt du, du hast gesagt, dass das Tape nie fertig wurde, weil du dich mit meinem Dad verkracht hast. Was ist eigentlich damals passiert? Es war kompliziert. Wir waren uns zu ähnlich und zu verschieden. Mach das Tape fertig, sammle alle Samples, dann erzähle ich dir alles. Versprochen. Okay, danke. Meint ihr, wir können unserem Onkel trauen, ey? Ja. Trinity Church. Denkt dran. Oh mein Tinkerer gehört euch. Oh mein Gott. Jungen, lasst ihr in Ruhe. Oh mein Gott, was ein Verräter, Digga. Bruder, der verarscht quasi seine eigene Familie, Alter. Das ist hart. Überlegt euch das mal so. Hart. Das ist einfach sein Onkel, Mann. Guck mal, was der abzieht. Da sieht man echt, man kann niemandem trauen, Leute. Nicht mal der eigenen Familie. Das ist schon hart, ne? Mann, hat das gut. Ich war fertig. Hast mal schön gepennt. Das sind so richtige typischen Spider-Man-Wohnungen, Alter. Sobald ich startbereit bin. Sieht gemütlich aus hier, ne? Oh, guck mal hier. Oh mein gut, Gott. Dass alles heil geblieben ist. Lass mich mal hier einen Beat machen, Digga. Schon gleich Nelson, dann machen wir einen dicken Beat hier. Dumm, was macht der? Da zieh dir mal was an. Ja, okay. Das ging schnell. Ja, Bruder, so schnell will ich mich auch mal umziehen. Hat der versucht, Weltrekord aufzustellen. So, Aktivitätsmarken haben wir mal 5 bekommen. Das ist nice. Für dich sind Anzüge verfügbar. Genau, und wir können auch noch diese Missionen aus der freundlichen Nachbarschafts-App machen. Das machen wir ja beim 1-Stunden-Special. Da gehen wir ein bisschen mal durch. Boah, sieht das krank aus beim Tageslicht. Okay, hell. Dann rufe ich mal Finn an. Hoffe, sie geht ran. Hi, Spider-Man. Finn! Hey, wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtigstellen. Bitte, komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut, wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Okay, Trinity Church. Dann los. Boah, 4000 Meter. Klar, Leute, krank. Das ist echt weit weg. Wisst ihr, was ich glauben werde? Er fliegt jetzt dahin und dann ist irgendeine Falle da und Trinity, sag ich schon. Und sie wird dann einfach denken, also Finn wird dann denken, dass da alles unsere Schuld ist, weil es von Spider-Man, dabei war es unser Onkel, der uns quasi eine Falle gestellt hat. Das Hallo, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Hier ist der Danny Cast mit unserer Diskussion. Ja, was gibt es sonst noch zu bereden, Freunde? PlayStation 5 kam ja jetzt schon längere Zeit raus. Also 10 Tage offiziell. Ich habe die ja schon ein bisschen länger. Und ja, ich werde auf jeden Fall natürlich auch meine ganzen anderen Games bringen. Resident Evil haben wir ja auch noch nicht zu Ende gezockt hier auf dem Kanal. Da war ja auch eine lange Pause mit VR-Brille. Muss ich mal gucken, ob ich das weitermache. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Ich versuche mit euch einen Deal einzugehen, okay? Wir machen Resident Evil 7 mit VR zu Ende. Aber wir müssen vorher... Wir machen das auf jeden Fall zu Ende, bevor der 8. Teil rausgeht, okay? Dann zocken wir den auf jeden Fall durch gemeinsam. Und dann schauen wir mal. Es kommen noch Hitman raus, es kommt das neue Harry Potter Spiel raus und. Alter, wie krank das bei Tageslicht aussieht. Guck mal, diese Lichtreflektionen, Alter. Das sieht einfach krank aus. Da merkt man jetzt schon den Unterschied der PS5, dass die Lichtverhältnisse und alles so viel besser geworden sind. Ja, was gibt's sonst noch zu bereden, Leute? Ich bin zurzeit sehr zufrieden, wie alles läuft, ne? Klar, es kann immer wieder mal besser laufen, keine Frage, aber zurzeit bin ich sehr zufrieden. Wisst ihr, woran ich aber nicht so zufrieden bin? Dass ich halt selber, ich habe halt, keine Ahnung, privat halt kaum Zeit, ne? Ist ja natürlich auch Corona und so und ich ziehe ja auch viel durch und alles. Aber, klar, ich würde auch schon gerne mal wieder was mit Leuten unternehmen und sowas. Geht halt alles leider nicht, auch wegen Corona und allem. Und das ist halt alles eine blöde Angelegenheit, weil ich habe zurzeit einfach... Soll ich erzählen? Keinen Ausgleich. Es kann heiter werden. Ich bin halt jeden Tag am Machen, hab keinen Ausgleich. Ich hab keinen Sport, den ich mache oder sonstiges, wo ich dann mal ein bisschen einen Ausgleich habe. Ich wollte mich ja eigentlich beim Fußballverein anmelden, aber hab's dann nicht gemacht, weil Corona ja war und ich ja meine Hand gebrochen habe und alles. Und das mit meiner Hand macht mir auch sehr viel zu schaffen, weil ich überlege die ganze Zeit, ey, was ist, wenn das gar nicht mehr verheilt? Ich kann meine Hand nicht mehr bewegen und so, weil... Das ist jetzt schon so lange problematisch. Der Arzt meint auch, das müsste schon längst besser geworden sein. Und ich habe halt auch Angst, dass die Ärzte sagen, ja,
Ich sollte das nochmal operieren, weil das will ich nicht. Ich will mich nicht nochmal an der Hand operieren lassen. Ja. Das sind so meine aktuellen Gedanken, Leute. Deshalb finde ich so diese Videos, da bin ich immer schön, keine Ahnung, bin ich abgelenkt von allem, kann schön mit euch gemeinsam zocken, mit euch quatschen und so. Und das ist immer eine geile Sache, genauso wie auch in den Livestreams und so. Ihr seid immer für einen da. Und genauso versuche ich auch für euch immer da zu sein, meine Videos zu bringen und euch auf gute Gedanken zu bringen. Ich sehe auch immer Kommentare, ey, mir geht's heute nicht so gut, dein Video hat mir heute wieder gute Laune gemacht. Und das freut einen natürlich, wenn man Leute da draußen glücklich machen kann, denen es vielleicht nicht so gut geht in meinen Videos. Und das haben auch einige geschrieben und meinten, ey, es hat einfach sowas gefehlt auf viel Gaming TV, so diese Zeiten, wo du immer Uncharted, Last of Us und so hochgeladen hast, das war einfach so eine geile Zeit. Und jetzt lädst du wieder gefühlt jeden Tag was hoch, Call of Duty, Spider-Man und dann kommen noch viele weitere Games raus, es kommt bald dieses Cyberpunk raus und sowas. Also man kann hier wirklich jetzt schön wieder durchziehen auf dem Kanal, weil das alles auch Spiele sind, worauf ich persönlich Bock habe und nicht irgendwelche Games, zu denen ich mich zwinge. Also zum Beispiel damals so God of War ist nicht so mein Game gewesen, ehrlicherweise. Und ich habe es trotzdem durchgezogen für euch. Und ja, genau sowas will ich in Zukunft vermeiden. Ich will einfach Games bringen, woran ihr Spaß habt, woran ich Spaß habe. Und ja, genau. Wir sind jetzt angekommen an der Church. Lasst wie gesagt einen Daumen nach oben. Da denkt auch dran, meinen Twitch-Kanal abzuchecken, Freunde. Da streame ich wie gesagt sehr, sehr oft. Und nicht mehr auf YouTube, ne? Wer das noch denken sollte. Deshalb einfach mal abchecken. Und ja, wir sind an der Church angekommen. Das ist doch die Church, wo auch Spider-Man gedreht wurde. Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spider-Man bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Ich soll mich schlecht fühlen, weil du mich töten wolltest? Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du es verstehst. Ich verstehe es ja. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxxon muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Ich kann nicht. Ich habe was versprochen. Ich auch. Warum sind wir hier? Wir waren hier mit Dad. Zu diesem Konzert. 7 Chöre aus 7 Ländern. Weißt du noch? Ghana war am besten. Ghana war nicht dabei. Du meinst Guinea. Also, ich glaube, es war Ghana. Guinea, Belize, Polen, Alfasa, Buganda. Südkorea, Thailand, Venezuela. Hast recht. Hab ich meistens. Gleich kommt die Falle, Leute. Guck jetzt. Gleich wird was passieren. Wegen unserem Onkel. Aha, Spinnen sind klingelt. Was? Ja! Oh mein Gott! Was geht denn jetzt ab? Einfach Rhino! Oh mein Gott! Wo kommt der denn her? Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er ist dagegen gepanzert. Du Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin ganz schön enttäuscht, Mann. Krieger. Ja, bei Miss Mason wusste ich irgendwie, dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier drin geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben... Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine! Aber genug davon, nicht wahr? Zuallererst werde ich dich jetzt... Oh. Wow! Das ist großartig. Die Maske kriegst du nicht ab. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also, ich werde dir diese Maske abnehmen.
Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleiner? Nach einer Menge Geld. Okay, ich gehe jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht das hier raus, wo meine U-Form ist. Ja? Oh, sonst kann ich die Blase nicht eröffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Brauchen Hilfe. Oh mein Gott. Scheiße. Mega Banner-Attacke. Oh mein Gott, was haben wir denn freigeschaltet? Wow. Ach du Scheiße. Bist du okay? Die wollten dich umbringen. Mein Gott. Alter, was ist das wieder für eine Folge, Digga? Wer jetzt sich den Lightbutton auseinander nimmt, das ist zu krank, diese Folge Scheiße. Heute wieder. Ich was bin hier ganz passiert. Schön zäh. Und jetzt ist Rhino dran. Dieses Schwein. Oh mein Gott. Suchen wir einen Ausgang. Ich schwöre es dir, zu krank. Ich schwöre auf alles gerade. Zu krank, was hier passiert. Erstmal Rhino. Was soll man mit dieser eine Typ Rhino behalten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben? Ach, das ist ne? Verrückt. Was Roxanne angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Sobald wir hier raus sind. Okay. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Ja, komm. Was hast du gefunden? Drückt einfach irgendwas. Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Ich habe gedacht, Spider-Man stirbt jetzt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das wird jetzt das Ende von Miles. Die Tür ist versperrt. Venom hat die Zelle geknackt. Hallo? Ich bin schon geil, unterwegs. Energie, ne? Bin direkt über das ist gerade für den Experiment, als ob der zum Super Saiyajin wurde. Da steht Spider-Man unnormal. Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind tot. Okay. Bestimmt hat Rhino sie Weg, ausgeschaltet. Wenn du Gegner ablenkst oder er wollte besiegst. Die Gefangenen Ach, verhören. Der andere Typ bringt sogar Spider-Man zum Singen. Hör mal die Stimme. Das ist die Stimme von... Woher kommen die Stromausfälle? Wie heißt der eine nochmal? Der Lilane von Dragon Ball Z? Genio Force, der Kommandant Genio. Und tschüss. Da vorne sind noch zwei. Hat Rhino sie verfolgt? Nein. Wer meint ja, ich soll das irgendwie machen? Ein Agent hat uns ihre Position gegeben. Oh, scheiße. Moment, super. Ja, super. Ich wollte doch... Hallöchen! Das Hologramm ist nur Ablenkung! Dein Wachdampf! Das war aber echt eine gute Ablenkung eigentlich, so gesehen. Warte, wir können... Spider-Man darf nicht entkommen! Warte. Was machen wir? Ich mach mal wieder ganz normales Netz. Können wir ein normales Netz machen? Was schießt der da wieder hin, Bruder? Der schießt da wieder... Gebiet sichern! Guck mal jetzt. Und tschüss. So, die zwei haben wir. Wo ist der dritte? Oder eigentlich wollte ich das gar nicht so, aber wir haben die trotzdem gut platt gemacht. Weiter suchen. Er ist hier irgendwo. Ach, hat die nicht mal getötet? Egal, komm, jetzt hole ich mir die. Aufgeflogen. Scheiß mal auf aufgeflogen, Digga. Die haben doch eh keine Chance. Oha, die kommen ja auf einmal... Jetzt kommen die denn schnell. Alle her? Was hält ihr davon, ne? Ah! Oha, die war für ihr scheiß Schutzschild. Oha, okay. Gut, Bruder. Okay, ich hab gedacht, das wird ein bisschen einfacher. Aber die sind ja anscheinend doch ein bisschen stärker drauf. Bisschen Tarnung. Na, wo ist denn der Peter Parker? Kann der andere Spider-Man das auch? Ich komme doch!
Stücke. Oh mein Gott, Digga. Was geht hier ab? Aber so macht's Bock, Digga. Die Gegner haben auch immer mehr neue Fähigkeiten am Start. Oh oh. Der Befehl auf! Bam. Boah, was denn? Jetzt kriegen die. Wenn man damit schlägt, kriegen die sogar doppelte Schläge ab. Ist das dein? Krass. Die Welt liegt auf. Warum soll ich aufgeben, hä? Ihr Billigen. Nur weil ihr keine Chance habt? Nur weil ihr keine Chance habt gegen Miles? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder. Ich hab ihn. Das ging unnormal ab gerade hier, ehrlich. Richtig, das macht richtig Bock gerade gegen die hier. Der kommt mir irgendwie schneller vor, der Miles. Als ob der mit mehr Energie kämpfen würde. So, komm, mach mal R1 hier. Jetzt hab ich dich. Komm, einfach nochmal Double hier. Zack. Und gönnt euch. Lieferung. Puh. Der hat den einfach gepackt, Digga. Krass. Na du? Bam. 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 Oh oh. Zack, nehmen wir dich mal mit hoch. Boah, wie geil das aussieht. Kommt ihr klar auf euer Leben? Hallöchen. Zuff. Warum sind unsere Hände jetzt so gelb? Das würde ich mal gerne wissen. Zack. Boah, es gibt so geile Action-Szenen hier. Alter, guck mal, wie auch alles kaputt geht. Finisher bereit. Finish him. Bam in die Fresse. Let's go. Huh. Ich schließe das Schloss kurz. Du musst die Überschreibung aktivieren. Bin dran. Okay. Sieht aus wie eine Art Datenarchiv. Was wohl auf den Computern ist? Die entwickeln hier komplett neue Sachen, aktiviert. Damit ihre Leute immer stärker und stärker werden. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen? Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht gemeinnützige Arbeit. Dass sie damit davongekommen sind. Krank, ne? Sie aufbrechen. Alles alle klar. Alle korrupt, Alter, ehrlich. Wie soll ich denn aufbrechen? Sie gehen erst, wenn ich mein Luftraum habe. Er sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Gott, unser Onkel. Unser ja, Onkel. Das gefällt mir. Da ist er. Jetzt sieht er endlich weißt Miles. Du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Also, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So väterlich. Lass Spider-Man gehen. Ich hole euer Nuform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniert immer. Spider-Man! Du solltest bedenken, ich weiß einiges. Dass Nuform gefährlich ist, was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird? Ja, wird es aber nicht. Also hör mal. Als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also, wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja. Bye. Wie alles vibriert wegen diesem Rhino, ne? Alles vibriert hier. Onkel Aaron. Kontrollraum. Nein. Moment. Kennst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Nein. Das. Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich verpfeift? Ich glaub's nicht. Deine eigene Familie. Du hast mich in eine Falle gelockt. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Nein. Es muss eine Erklärung geben. Ich wusste nicht, dass das passiert. Spaß dir einfach. Los, gehen wir weiter. Und Freunde, ich würde sagen, genau an dieser Stelle machen wir übermorgen beim 1-Stunden-Special weiter. Dann machen wir die Mission zu Ende und machen dann die ganzen Missionen, die wir noch auf dem Handy offen haben. Dann haben wir so ein bisschen auch Story und Nebenmission. Deshalb checkt auf jeden Fall übermorgen das 1-Stunden-Special aus. Wenn ihr Bock auf das 1-Stunden-Special habt, lasst jetzt den Daumen nach oben da, macht die 10.000 Likes voll und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Morgen kommt natürlich noch Call of Duty, heute Abend ein Livestream und noch ein
Placement-Video auf diesem Kanal. Deshalb nicht wundern, Leute. Checkt das auf jeden Fall auch gerne aus. Einfach nur anschauen, wird schon reichen, Freunde. Und damit würde ich sagen, euer Rillepeter ist raus. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.